Jetzt geht's weiter mit Sport am Ort. Stronger together. Wir sind das Team Sport am Ort. Das ist Friederike und ich bin Abraham. Und unsere Idee ist, dass wir denken, dass die heutigen sozialen Netzwerke weder sozial noch gesund sind. Und ja, dafür machen wir unser eigenes Netzwerk, die es ermöglicht, wirkliche Leute in der Umgebung zu treffen. Und wir haben uns auch gedacht, was könnten wir zusammen machen und was kann man am besten machen, ist Sport. Genau. Jetzt, Friederike, zeigt euch unser Prototyp. Ja, also zuerst müssen wir einmal den Server neu starten. Ja. Dann müssen wir unsere Webseite aufrufen. Ja, dann müssen wir uns anmelden. Wer weiß unseren Benutzernamen? Tja, Abraham weiß ihn. Nicht. Ja, das ist unsere wunderschöne Startseite. Wir haben ganz viele Sachen gemacht. Und wer ist dafür, dass wir uns den Chat mit Moritz angucken? Und wer ist für den Chat mit Barbara? Gut, Moritz war eine Überzahl. Ja, dann haben wir unseren wunderschönen Chat. Und wir haben uns auch schon mit Moritz getroffen. Und wir haben Punkte verdient. 5 Punkte. Dann vielleicht wäre es dafür, dass wir noch einen neuen Freund finden. Genug Leute. Ja, wo sind wir? Schwerin. Und in welcher Umgebung, in welchem Umkreis wollen wir suchen? Hier? Ja, gut. Ein Kilometer? Ein Kilometer erstmal. Ja, leider, schade. Dann 20 war noch? 20. Da ist tatsächlich jemand. Wer ist dafür, dass wir meine Freundschaftsanfrage senden? Yeah. Yay! Yeah. Wenn es ein freundlicher Typ ist, dann nimmt er unsere Freundschaftsanfrage an. Dann können wir unser Profil vielleicht noch angucken. Wir haben schon 45 Punkte. Und zuletzt haben wir uns mit Moritz, davor mit Barbara und davor nochmal mit Moritz getroffen. Ja. Und dann können wir noch ganz zuletzt gucken, ob uns noch jemand eine Freundschaftsanfrage gesendet hat. Und Kim hat uns eine Freundschaftsanfrage gesendet. Wer ist dafür, dass wir sie annehmen? Genug Leute. Yay, wir sind mit Kim befreundet. Ja. Genau. Und noch, wir haben eine Chatseite gebaut, die wirklich funktioniert. Also, die mit dem Server arbeitet. Ja, wenn ein neuer Nutzer kommt auf unsere Chatseite und gibt seinen Namen zum Beispiel, und da sieht man, dass jemand den Chat beigetreten hat. Genau. Ja, das war unser Prototyp. Ich habe mich mit Backend beschäftigt, mit Node.js und ja, Friederike hat sich mit Frontend beschäftigt, HTML, CSS und JavaScript. Und dann haben wir die beide durch GitHub Projekt zusammengepasst und kommt unser Endprodukt. Das war unsere Grundidee. Es ist nicht übersichtlich, es ist nicht schön, aber darauf haben wir aufgebaut. Also, wie funktioniert es? Zuerst muss man über unsere Webseite sich mit anderen verabreden und treffen. Wenn man sich dann trifft, trifft man sich und zum Schluss bekommt man Punkte. Ja. Und wir haben uns auch gedacht, wie können wir diese Treffung überhaupt nachweisen? Sonst wäre das wie eine andere soziale Netzwerke. Und dann sind wir die Near Field Communication, NFC, die in vielen Handys schon vorhanden ist.
Und damit nur mit einem 1 cm Entfernung kann man eine Treffung nachweisen. Und damit ja, kriegt man Punkte. Und dieses Punktsystem wollen wir in Zukunft auch entwickeln, dass wenn man mehr Sport macht, dann kriegt man sogar mehr Punkte. Ja, und das war unser Projekt. Wir wollen uns auch bei unseren Mentoren bedanken, bei Johannes und Mehdi. Und ja, vielen Dank. Dankeschön. Sport am Ort, Abraham und Friederike. Es bereiten sich vor, Selfie-Stick. Micha. Ja, komm zu mir. Bitte? Selfie-Stick Golf, Entschuldigung. Habt ihr geplant, das auch als App an den Start zu bringen? Ja, wir haben, die Grundplan war, dass wir eine App machen, aber ein Web-App ist mehr praktisch und da kann man von überall angreifen. Okay. Ihr habt gesagt, ihr habt das auf GitHub zusammen entwickelt. Habt ihr das zum ersten Mal genutzt, Git und GitHub? Ich ja. Ich kenne GitHub von vorher, aber es war schon, dass ich das mit einem Team genutzt habe. Und ja, das war wirklich praktisch. Okay, vielen Dank. Die Kamera zum Schlagen, wenn man das sieht, diese Kamera.